Hallo liebe Leute, heute möchte ich die Top 5 der besten Spezialeinheiten der Welt präsentieren. Im Internet oder genauer gesagt auf YouTube kursieren inzwischen sehr viele Versionen mit dem Ranking der Spezialeinheiten. Auffallend ist jedoch, dass je nach der Nationszugehörigkeit des jeweiligen Autors die Platzierung der eigenen Einheit in einem möglichst besseren Licht dargestellt wird. Ja, man darf im wahrsten Sinne des Wortes von einem Propagandakrieg der Nationen auf diesem Gebiet sprechen. Doch wie sieht es wirklich in Realität unter möglichst unabhängigen Blickwinkel aus? Wer darf objektiv die Krone der besten Spezialeinheit für sich beanspruchen? In meinem Film habe ich versucht, die Einsätze der unterschiedlichen Einheiten basierend auf den jüngsten Entwicklungen der Weltgeschichte objektiv zu beleuchten, ganz ohne Propaganda und sehr realistisch dargestellt. Die Elite-Spezialeinheiten sind hochbewegliche, extra ausgebildete und sehr gut technisch ausgerüstete Einheiten, die dem Ziel der speziellen Aufgaben zum Schutz der Landesinteressen sowohl in Friedenszeit als auch im Kriegszustand dienen. Nun stelle ich die Top 5 der besten Elite-Einheiten der Welt vor. Sayeret Matkal oder die Spezialeinheit Zachal, Israel. Die Spezialtruppe wurde im Jahr 1957 durch den Offizier namens Abraham Arnan gegründet. Bei der Formierung israelischer Einheit 269 hat man sich auf die Methoden der Vorbereitung und Ausführung der Operationen der britischen Einheit SAS orientiert. Zu diesen Jungs werden wir etwas später kommen. Die Anzahl und Ort der Stationierung Sayeret Matkal sind streng geheim. In den offenen Quellen fehlen auch die genaueren Angaben über die Struktur von der Gruppe. Zur Auflistung der Funktionen gehören Antiterrorismus und die Befreiung der Geiseln. Israelische Spezialisten sind echte Meister ihres Werkes. Um in eine solche Eliteeinheit des Landes aufgenommen zu werden, laufen die gemusterten Soldaten durch einen langen Vorbereitungskurs, der 18 bis 19 Monate beträgt. Eine der bekanntesten Operationen der Einheit 269 war die Befreiung der Fluggäste des Fliegers von Air France, der von den Terroristen aus der Organisation ENFOP in Uganda gekapert wurde. Als Ergebnis wurden alle 106 Geiseln befreit. Die Verluste waren der Kommandant der Einheit, Oberstleutnant Jonathan Netanyahu. SAS, spezielle Luftdienste Großbritannien. SAS ist eine der ältesten und ziemlich hochklassigen Einheiten der Spezialkräfte der Welt. Die Abteilung wurde am 24. August 1941 durch den Leutnant der schottischen Garde David Stirling gegründet. Ausgerechnet er konnte die britische Armeeführung von den Möglichkeiten der Fallschirmjäger überzeugen. Daher kommt der Name der Einheit. Die Grundlage der SAS bilden drei einzelne Regimente, das 21., 22. und 23., die in einem Kriegszustand unter der Führung der Wehrmacht Großbritanniens übergehen. Jeder Regiment entspricht in Anzahl der Soldaten etwa dem Bataillon. Exakt der 22. Regiment, in Commence, arbeitet im Interesse des bekannten Dienstes Mi-8. In Wirklichkeit spezialisiert sich die SAS auf die Kriegsoperationen des höheren Schwierigkeitsgrads. Aber in Belegschaft des 22. Regiments hat sich die Spezialkompanie Esquadron Il etabliert. Genau diese ist auf die kontraterroristische Operationen geschleift. Die bekannteste Operation der SAS ist die Befreiung der Geiseln in iranischer Botschaft in London im Jahr 1980. Die gesamte Operation dauerte nicht länger wie 17 Minuten. Als Ergebnis wurde nur eine Geisel getötet, eine verwundet und die restlichen Geiseln wurden erfolgreich befreit. Alle Terroristen außer einem wurden liquidiert. Zum Schluss sei noch bemerkt, dass die Kämpfer der SAS sind Liebhaber von Gas, um artig zu sein. Deswegen ist die Gasmaske ein unabdingbarer Teil ihres Equipments. GSG-9, Deutschland. Diese Einheit wurde im September 1973 gegründet, genau ein Jahr nach dem Massaker in München, als dort olympische Sportler von den Terroristen getötet wurden. Ausgerechnet dieser Vorfall hat die deutsche Regierung zur Gründung GSG-9 bewegt. Der Name der Einheit bedeutet Grenzschutzgruppe 9 und die Zahl 9 wurde einfach deswegen gewählt, weil zum damaligen Zeitpunkt das Grenzschutzkontingent Deutschlands schon 8 reguläre Gruppen betrug. Was die Ausbildung betrifft, ist hier alles sehr ernst. Der 22-wöchige Ausbildungskurs beinhaltet 13 Wochen Grundausbildung und 9 Wochen Qualifikationssteigerung. Außer medizinischen Tests gibt es auch ein Mindestmaß an physischen Anforderungen, zum Beispiel 5000 Meter Lauf in 23 Minuten und Weitsprünge mindestens 4 Meter 75 Zentimeter. Laut Statistik besteht nur ein Anwärter von 5 den Ausbildungskurs, was übrigens bei den Anforderungen nicht erstaunlich ist. Eine der bekanntesten Operationen GSG-9 ist die Befreiung der Geiseln vom somalischen Flugzeug. Die Operation hieß Magisches Feuer und dauerte nur 7 Minuten.
Als Ergebnis wurden alle Geiseln befreit, die Terroristen liquidiert und deutsche Spezialeinheit blieb ohne Verluste. ST-6 USA. Die Mannschaft ST-6 oder besser bekannt als SEAL Team 6 oder Mobility 6 ist eine Spezialeinheit der US Navy für Terrorismusbekämpfung und Geiselbefreiung. Sie wurde im April 1980 gegründet, und zwar nach einem Versagen der Operation namens Adlerkralle in Teheran, die dem Ziel der Befreiung der Geiseln in der US-Botschaft dienen sollte. Hauptaufgabe der Mannschaft ist die Durchführung der Spezialeinsätze mit Geiselbefreiung und die Festnahme der Verbrecher, die den Straftaten gegen die Menschheit, insbesondere dem Kriegsverbrechen und der Mitgliedschaft der Terrororganisationen verdächtig sind. Die Einheit ST-6 wird nur in besonders schwierigen Fällen eingesetzt, in denen die sonstigen Spezialkräfte unmächtig sind. Die Kämpfer glänzen mit besonders guter Ausbildung und notwendiger Grausamkeit. Eine der bekanntesten Operationen von ST-6 ist die Vernichtung des Führers von Al-Qaida, Osama bin Laden, im Jahr 2011. Der Hauptteil der Informationen über die Einheit ST-6 ist geheim und die Details ihrer Aktivität werden gewöhnlich in offiziellen Quellen nicht kommentiert. Alpha oder Gruppe A, Russland. Die Spezialeinheit Alpha wurde anfänglich in der 7. Verwaltung von KGB UdSSR durch die Initiative von Juri Andropow nach der Münchner Tragödie gegründet. Die Spezialeinheit ist für die Durchführung von antiterroristischen Operationen mit der Verwendung spezieller Mittel und Taktik eingeführt. Die Soldaten von Alpha laufen durch einen sehr harten Auswahl, um in die Reihen der Eliteeinheit aufgenommen zu werden. Es werden nur Offiziere mit Hochschulabschluss und mit höchster physischer Kondition aufgenommen. Die Anforderungen sind: Klimmzüge 25 Mal, Liegestützen 90 Mal, Sit-Ups 100 Mal, 100 Meter Lauf 12,7 Sekunden, Bankdrücken 10 Mal sein eigenes Gewicht, 3000 Meter Lauf 11 Minuten, Demonstration vom Nahkampf, man soll mindestens 3 Minuten gegen einen ausgebildeten Trainer überstehen, das Hochspringen mit Beinwechsel 90 Mal. Die Kämpfer laufen durch einen psychologischen Vorbereitungskurs, der seiner Härte nach nur mit Vorbereitung der israelischen Zayret Matkal zu vergleichen ist. Zu den bekanntesten Operationen gehören die Einnahme des Palastes in Kabul im Jahr 1979 und die Befreiung von 750 Geiseln in einem Theatercenter im Jahr 2002. Dabei wurden 41 Terroristen getötet. Außerdem die Befreiung der Schule in Beslan im Jahr 2004. Dabei wurden 27 Terroristen getötet und einer festgenommen. Die Gruppe Alpha hat eine erhebliche Kampferfahrung in Operationen mit vielen Geiselnahmen. Aber wohl die bekannteste und jüngste Operation von Gruppe Alpha ist ihre Wirkung bei den Ereignissen auf der Krim vor ein paar Jahren. Ihre blitzschnelle Arbeitsweise, sehr nette Umgangsformen, die korrekte Ausführung aller Details hat es ermöglicht, dass eine ganze Halbinsel unter die Jurisdiktion von Russland übergegangen ist, und zwar ohne eine einzige Bluttropfe zu vergießen. Diese Leistung sucht ihresgleichen auf der ganzen Welt. Da viele Details dieser Operation immer noch geheim sind, werde ich mich in den letzten Minuten dieses Films nur auf die einzelnen Bilder und Untergrundmusik beschränken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Don't play.
Are you all gangsters? No, we are Russians. Большие города.